Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Und dieses Video wird anders als die anderen, denn ihr könnt es wahrscheinlich schon in meiner Hand sehen. Ich habe hier einen Pikachu. Diesen Pikachu habe ich schon so lange, wie ich denken kann. Und hier hinten ist auch ein Fach. Das kann man mit einem Reißverschluss öffnen und hier kann man etwas hineintun. Was machen wir mit diesem Pikachu? Wir werden diesen versenden in die weite Welt hinaus. Wir werden ihn an verschiedene YouTuber und Streamer senden, beziehungsweise hoffe ich, dass die Leute ihn untereinander sich selbst versenden und verschicken, diesen Pikachu. Und warum machen wir das? Ich möchte einfach, dass dieser Pikachu nochmal die Welt sieht, besondere Orte erkundet. Und wer möchte, kann natürlich auch hier hinten in diesem Fach einen persönlichen Gegenstand mit einer vielleicht schönen oder tiefgründigen Geschichte hineintun. Das ist das Ziel dieses Pikachus. Er soll nochmal raus in die weite Welt. Aber bevor wir diesen Pikachu hier verschicken, muss einer den Anfang machen. Und das werde in diesem Fall ich sein, bevor ich ihn losschicke. Ich werde meine Geschichte erzählen. Und zwar möchte ich diesen Pikachu, das ist eigentlich schon eine Geschichte an sich, den habe ich schon mein gesamtes Leben lang. Wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen. Manchmal lag er in der Ecke, manchmal hatte ich ihn bei mir sitzen, wo ich noch klein war, beim Fernsehen gucken, beim Frühstücken, beim Quatsch machen. Der hat mich eigentlich immer begleitet. Und da möchte ich aber noch etwas hineintun. Und zwar habe ich hier, ihr kennt die Dinger wahrscheinlich von damals, damit kann man Fußball spielen oder jonglieren, eins von beiden. Das ist so ein Ball mit diesen Styroporkügelchen drin. Und den hatte ich, warum auch immer, immer in meiner Tasche. Ich habe den vielleicht zum Stressabbau genommen, kann sein, durch die Styroporkügelchen hier drin. Mit dem Ding muss man nicht spielen, man hat es einfach immer mit dabei. Warum auch immer, ich weiß es nicht, aber warum das Ding für mich so besonders ist, das Ding hatte ich immer bei meinen Großeltern mit, die leider damals verstorben sind. Deswegen hat das Ding einen wirklich großen Wert für mich, weil das, ja, das weckt gute und auch so wie schlechte Erinnerungen von damals. Und das Ding tue ich hier in diesem Pikachu rein, damit schon mal ein Gegenstand drin ist. Und genau, dann hoffe ich, dass dieser Pikachu noch sehr viele schöne Orte, vielleicht auch nette Streamer oder YouTuber kennenlernt, hier vielleicht etwas hineingepackt wird oder er geht mit in die weite Welt hinaus und wird dann schön oft, beziehungsweise je nachdem, wie jeder möchte, dass er irgendwohin verschickt wird oder was weiß ich. Vielleicht werden wir auch gar kein Lebenszeichen mehr von diesem Pikachu hören. Wir können nur hoffen, dass wir dann irgendwann mal auf YouTube vielleicht ein Video mit diesem Pikachu sehen, wo ein Lebenszeit an mich bzw. an uns alle gesendet wird. Wir werden sehen. Da will ich auch gar nicht weiter drum rumreden. Ich versende dieses Ding. Ich werde euch informieren, wenn es etwas Neues von diesem Pikachu gibt, bzw. werden wir dann darauf reagieren. Es ist einfach nur ein lustiger, witziger Versuch, bzw. aber auch ein Versuch vielleicht, dass der ein oder andere sich halt mit solch einer Aktion auch mehr öffnen kann, was er vielleicht bis jetzt noch nicht konnte. Wir werden sehen, Freunde, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich halte euch auf dem Laufenden und haut rein. Ciao.